Servus, grüßt euch. Heute geht es einfach mal darum, einen einfachen Kronkorkensammler selber zu bauen. Dafür braucht ihr eine Holzplatte, etwas Holzleim und gegebenenfalls Schrauben, um das entsprechend zu befestigen. Das war die eigentliche Herausforderung an der Außensauna. Ich verlinke euch den Bauplan oben. Waren Getränkehalter und die Korken sind immer zum Boden gefallen. Und jetzt ging es genau darum, dafür eine Lösung zu finden. Und die sollte mindestens so breit sein wie meine Hand, sodass ich die Kronkorken jederzeit problemlos herausnehmen kann. Natürlich wäre auch eine Schublade möglich gewesen als Lösung, aber in diesem Fall war es einfach die schnellere und einfachere Lösung, eine Breite herzustellen, die auch locker Platz für meine Hand bietet. So, hier könnt ihr den verleimten Sammler schon sehen. Wir haben nachher mit dem Nagelschussgerät noch die entsprechenden Verbindungen fixiert. Ich verlinke euch den Link oben zum Nagelschussgerät. Er hat ungefähr eine Breite von 12,5 cm, gleichfalls eine Höhe von 12,5 cm. Das lag am Holz und natürlich an der erzielten Handbreite und einen Abstand zum Flaschenöffner von 22 cm, sodass diese hundertprozentig auch in das Gefäß hineinfallen.